Der rote Teppich der Ein Herz für Kinderspenden-Gala wurde zum Schauplatz eines öffentlichen Schlagabtausches zwischen dem 45-jährigen Oliver Pocher und seiner noch 31-jährigen Ehefrau Amira. Die Atmosphäre zwischen den beiden, die seit ihrem unrühmlichen Auftritt in der Promi-Variante von Wer wird Millionär? Im vergangenen September keinen Hehl aus ihrer Zerrüttung machen, war gespannt. Anders als zuvor reisten Olli und Amira getrennt an, und im Saal verhielten sie sich eigentlich distanziert zueinander. Moderator Johannes B. Kerner jedoch hatte die wenig glorreiche Idee, das zerrüttete Promi-Paar wieder auf der Bühne zu vereinen, ein folgenschwerer Fehler. Bereits auf dem roten Teppich wurde Fremdscham ausgelöst, als Amira in einem Interview mit Bunte unerwartet zu einer verbalen Offensive ausholte. Sie äußerte ihre Unannehmlichkeit über das Verbreiten von Lügen in der Öffentlichkeit und das inszenierte Theaterspiel ihres noch Ehemanns. Die Zweifachmama zeigte sich darüber hinaus enttäuscht. Dass der Rosenkrieg möglicherweise das friedliche Beisammensein an Weihnachten für ihre gemeinsamen Kinder gefährden könnte, eine Dimension. Etwa 30 Minuten später trat auch Oliver vor das Mikrofon von Bunte und wurde sofort mit den heftigen Vorwürfen seiner Ex-Partnerin konfrontiert, die sie nicht erwartet hatte. Seine Reaktion war ein entsetztes Staunen, gefolgt von der Frage, welche Lügen er denn verbreitet habe. Als die Reporterin keine konkreten Beispiele nannte, schien sich der RTL-Moderator in seiner Wahrnehmung bestätigt zu fühlen. Das ist natürlich schon bitter. Schade. Ich halte es so, die Wahrheit tut weh, stellte Olli klar und betonte, dass die Trennung nicht nur aufgrund von Lügen, sondern auch aufgrund von ernsteren Gründen erfolgt sei. Deutlich gezeichnet von der öffentlichen Konfrontation fügte er hinzu, dass die von Amira angedeutete Versöhnung in der aktuellen Trennungsphase in weiter Ferne liegt. Die 31-Jährige ließ vielsagend verlauten, da muss noch viel heilen. Damit zeichnet sich eine weitere Entwicklung im schillernden Drama der Promi-Ehe ab, bei dem die Fronten scheinbar verhärtet sind und die Zukunft der Beziehung ungewiss erscheint.